Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Arborion hier auf diesem Kanal mit dem Lucky, der daneben mir durch die Gegend fliegt, beziehungsweise sein Autopilot, der beim Andocken einschläft? Nein, das ist schon alles fertig. Achso, ja. Wir haben in der letzten Folge unser Schiff ein bisschen erweitert. Es sieht mega hässlich aus. Aber... Ich kriege ein Stromproblem. Ich habe es doch gerade gesehen, als ich losfliegen wollte. Sind Energie weg. Hey? Da hat sich einer der Generatoren wohl verschluckt. Der hatte so ein bisschen Hüsterchen oder so. So, mein Frachtraum ist bei 639. Mein Frachtraum ist bei 1223. Ach schön, ich muss eh einmal kurz in die Dings. Schiff, wo war die Schiffswerft? Da. Ich musste mal kurz in die Schiffswerft, nicht, ey? Und mir mein neues Schiff bauen. Weil ich genau weiß, was braucht Energie. Wenn du zwei Stück unterhalten kannst, toi toi toi. Nee, das Schiff, was ich jetzt habe, wird neu gebaut. Ach so. Was machst du, der Schiffswerf? Ja, weil ich ja auch Energie neu reinsetzen muss. Und einen Energiecontainer kannst du nur in einer in einem Sektor, wo eine Schiffswerf ist, bauen. Ja. Ja, deswegen muss ich ja in eine Schiffswerf, zu einer Schiffswerf springen. Luke? Ja. Der Sektor, wo wir gerade drin waren, der hat eine Schiffswerf. Nein. Du bist doch in dem Sektor, ne? Drin waren nicht. Jetzt, wo ich drin bin, ist eine. Das war unser Startding. Wo wir eben gerade drin waren, war nur eine Raffinerie und Minen. Wieso spreche ich denn die ganze Zeit in den Sektor? Alles klar, das erklärt. Belastend. Ja. Ja, Freunde, mit 4 Lasern bauen wir schon mal Ressourcen deutlich schneller ab. Wie in der letzten Staffel kann ich in dieser Staffel auch nur sagen, eher Bergbau, Laser sind der Shit. Richtig. Eindeutig. Dem stimme ich zu, habe ich mich auch mit abgefunden. Aber nichts zu sagen. Was er denn? Liegt ein Wrack im Weltall? Natürlich. Oh. Ein herrenloses Wrack. Was könnte man damit wohl machen? Abwracken. Ich kassiere jetzt erstmal Fett-Abwrack-Prämie hier. Tausch alt gegen neu. Siehst du, da kam doch direkt ein Upgrade rausgeplumpst. Was ist das denn für eins? Wie viel Eisen hast du noch? 12.000. Brauche ich aber Tatsache für mein Schiff, was ich gleich bauen wollte. Okay. Wieso? Hat er wieder Mission, oder? 20.000. Ich bin nur bei 7.000. Warte. Was haben wir in der Ali? 1.000. Habe ich mir zwar für teuer Geld gekauft, aber... So. Dafür habe ich ja auch die Abfrag- und Bergbauleser auf dem Schiff. Gibt es denn ein zweites Wrack? Man muss ja mitnehmen, was man kriegen kann, ne? Bis auf Kabel und den Schrott hier. Oh, 222.000 Credits. Hatte ich gerade eben auch gekriegt. Nur das Ressourcendepot da drüben jetzt wahrscheinlich kein Eisen mehr zum Kaufen für mich. Weil ich es geplündert habe. Jawohl.
Also der Frachtraum hilft dir ungefähr. Also wir könnten. Ich habe auch mal was eingezahlt jetzt dafür. Ja, läuft doch. Eisen gefunden. hallo? Abbauen, abbauen, ab. Really? Alter. 30.000 Erz. Kein Problem. Läuft. Ja, bloß ich suche den Eisenastro, da ist er. Den nehme ich noch mit. Ah, da ist auch ein Eisenastro. Aber auch ein. Krieg ich noch einen Titan-Asteroiden weg, eventuell? Dann lohnt sich das Zurückspringen, weißt du? Ja. So annehmbar sind die ja nicht. Schade. Ich habe sogar immer noch Platz. Geilo, weiter geht's. Was kann man denn noch ausschlürfen an Ressourcen? Ich fand mal so ein bisschen. Weg sie die Ressourcen. Ich will mich auch nicht zu weit von meinem Hauptsystem entfernen, weißt du? Ja. Yeah, okay, ich auch nicht. Ich hab Schiss, dass Piraten um die Ecke kommen, weil so viel kann ich dann auch nicht gegen die ausrichten, wenn die direkt neben mir reinspringen in Systeme. Hier aber scheint so, als ist das System hier relativ leer gelutscht. Und dann komm zu mir. Inventory, habe ich irgendwas mit Point Defense? Oh, ich kann sogar Point Defense draufsetzen, wusste ich gar nicht. Wenn ich eine hätte. Ha! Guck mal in die Alli. Ah, hier unbewaffnet. Alter. Hab ich gar nicht mehr. Ah, ne, hab ich verkauft. Fehlalarm. meine zwei Point Defense Geschütze, die ich hatte, habe ich ja verkauft. Belastend. Och. So, aber ich habe meine ersten beiden Geschütze auf Automatik setzen. Sehr schön. Ups. Jetzt wird hier automatisch geschissen. 17,50 wird zurückgeschossen. Oha, auch richtig übersteuert gerade. Boah. Ja. Hast du wieder die Tischplatte gestreichelt, oder? Ja, immer. So, das war der dritte im Bunde. Jetzt habe ich schon mal drei Geschütze, die automatisch sich wehren können. Das ist schon mal gut. Bei dir oben sagst du, sind Ressourcen. Dann mache ich einmal leer und komme zu dir. Weil ich brauche ja jetzt ein bisschen Eisen, ne? Wenn ich einen großen Frachter bauen möchte. Aber das Problem ist, hier ist keine Raffinerie. Sehe ich gerade. Du, das mit dem Raffinerie heißt ja eh immer hin und her springen. Jo. Das bleibt ja nicht aus. Aber ein Sektor, wo eine Raffinerie ist, ist halt was Schönes, ne? Ja, du. So für uns faule Leute. Ich glaube, man sollte da nicht so unflexibel sein, ne? Ein Stück.
Ah, ich sollte anfangen, Energie nachzurüsten, glaube ich. Mhm. Wird langsam ein bisschen schwierig, das Ganze. Hast du das System-Upgrade drin? Klar. Okay. Sagt er und baut es heimlich noch ein. Nee, nee. Okay. Vor allen Dingen funktioniert heimlich eh nicht. Ich bin in der Aufnahme. Och. Aber sehe ich ja jetzt noch nicht. Habe ich es fest installiert? Ja. Ja. Hätte ich nicht gemacht. Wieso nicht? Weil wenn du es nicht fest installiert hast, bringt es mehr. Wenn ich es nicht fest installiere, bringt es mehr. So, Freunde. Bei fest installiert. Systeme. Wir nehmen es mal kurz raus. Ihr seht, fest installiert 52%. Ich ziehe es jetzt einmal raus. Ich ziehe es jetzt nicht raus. Ich muss zum Ausrüstungsdock dafür. Dauert nur eine Sekunde. Wie viel produziert deins dann gerade? Meins macht erzeugt Energie plus 35%. Bei Festinstallation, nicht aktiv, erzeugt Energie plus 17%. Hm, kommt da oben zu. Ach so. Hä? Ist das für immer? Ja. Ah. Okay, gut. Nichts gesagt. Over and out. Lost in Space. 1000 Asteroiden hast du da drüben? Hm. Oh, dann. Bald ist aber einer weniger. Nein! Doch. Oh. Mein Frachtraum ist gleich voll. Ich habe gerade 35.000 gemacht. Wenn du siehst, woran ich schon wieder rumknabber hier. Wo ist er denn? Da hinten. Eisen. Hast du wieder einen größeren Asteroiden gefunden, oder? Joa. Ein bisschen abgeknabbert. Soll ich dir helfen? Och, brauchst nicht. Ist das Eisen? Ja, das ist Eisi. Du, ich brauche aber Eisen. Das ist das Einzige, was mir fehlt für mein Schiff gerade. Ich komm gleich mal vorbei. Komm, kannst du das sofort machen. Nämlich die Kleinen. Warte, ich guck mir das Ganze mal an da. Weil Titan sollte ich genug haben fürs nächste größere Schiff. Titan habe ich auch genug. Aber da fehlt mir noch ein bisschen. Alter, das Schiff sieht so hässlich aus. Ist so. Okay. $19.000 Eisen, 18.000 Eisen, 17.000 Eisen, 16.000 Eisen. Der ist gleich weg. Ja, aber ich muss auch langsam Eisen sammeln. Ich brauche 13.000 Eisen. Mein Schiff. Kenne ich die Problematik. Ist zwar auch kein Frachter, aber kann man besser mit arbeiten. Ja, ich gehe gezielt auf Frachter jetzt. Brauche erstmal viel Laderaum, damit ich viel Kohle beiseite packen kann, beziehungsweise viele Ressourcen farmen kann. Weil ich von der Schiffsgröße her das einfach so machen möchte, ich möchte mein Schiff jetzt so groß machen, dass es, dass die anderen Schiffe für mich keine Bedrohung mehr sind, weißt du? Mhm. Und dann springe ich nach vorne. Das ist so eigentlich der Plan. Deswegen baue ich jetzt erstmal den Frachter, der hat mehr Platz. Damit farme ich die nötigen Ressourcen zusammen. Baue dann das Schiff größer. Gleichzeitig natürlich auch mit Frachtraum. Und dann springe ich schnell nach vorne. Gleichzeitig lasse ich die Abwracklaser mit an Bord. Das heißt, falls mich irgendwas angreifen sollte und ich es kaputt mache, wird es direkt abgewrackt. Das bringt dann auch zusätzlich dir die nötigen Systeme. So musst du sie dir nicht alle kaufen.
Ja. Weil seien wir beide mal ehrlich, so ein Waffensystem für 2 Millionen ist dann doch schon ein bisschen hart. Ja. Ein bisschen. Dein großer Asteroid ist übrigens weg. Ja, okay. Mein Freund, der Asteroid ist tot. Der hat das nicht ganz so lange ausgehalten, du. Aufgefressen vom Würmchen. Das kleine Würmchen war so gefräßig, du. Das hat gleich den ganzen Apfel gefressen. Ja, äußerst interessant halt, dass das Tatsache jetzt anfängt, so schnell zu gehen. Ja. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. So, ich muss einmal zurückfliegen. Ich bin voll. Berechne Sprungroute nach. Aha. Hause. Na Hause. Na Hause, hier. Alter, was für Hinderungen. Oh, ich hab's geschafft. Mein Frachtraum ist voll. Ich komm hinterher. Titan 40k Eisen. Läuft doch. Guten Tag. Mal Zeit. Wo ist denn das Ressourcendepot? Das Ressourcendepot meine Richtung ist da hinten. Könnt auch einfach N wie Nordpol drücken, weil ich sie das auswählen, dann direkt rüberfliegen. Richtig. Aber 800 Fuß hat das Reparaturdock, ne? Klatsch. Ups. Oh, ich hab einen Wrack gefunden. Hier im Sektor gibt's einen Wrack. Traktor-Strahl. Alle raffinieren. Ja. Abflug. Oha. Das dauert da schon mal 20 Sekunden. Bei 44.000 Eisen. Ja. Passiert. Na, die Schweine. Na. Alle nehmen. Okay, was kostete mich denn jetzt? Warte mal. Ressourcen handeln, verkaufen, Titan, mach mal so 10.000. Verkaufen. Und 10.000 Eisen verkaufen. Baumodus. Der hat einen Frachtraum von 400 noch was. Ernsthaft? Kann ich die größer skalieren? Was hast du jetzt in Frachtraum? 1200. Dann kann ich doch mit Sicherheit noch ein bisschen Frachtraum hier links und rechts um ran klatschen. Bin ja auch nicht von vorgestern, ne? Dafür muss ich Spiegeln aber ausmachen.
Und Blöcke angleichen muss auch raus. Piraten greifen den Sektor an. Das gefiel mir ja noch nie mit den geschützten Upgrades obendrauf. Das werde ich ändern. Die gepanzerte Kante wird in eine titangepanzerte Kante abgeändert. Und zwar beidseitig. Weil da kommen dann schon mal... Ach ja, das ist doch schön. Die beiden rauf. Was nun? Beliebige Geschütze plus 40. Na siehste. Was gefunden, Mann? Bei Festanstellung beliebige plus 20, Autogeschütz-Slots plus 1000? Ja. Okay. Oh, ich habe noch einen Titan-Bergbaugeschütz. Ich hab noch einen Titan-Abwrack. Ja gut. So, wo ist das Ausrüstungsdock? Ich wollte mir ein paar Waffen kaufen. So, piu piu piu. Pau pau pau. Viel Erfolg. Wenn das genauso gut funktioniert wie die Hexanfälle, die ich im Hintergrund höre, dann hast du gewonnen. Gib ich immer. Denn ich bin ein Gewinner. Was, du bist behindert? Ich bin mit dir befreundet. Ja. Sprachlos? Ja, vor Entsetzen. Du hast Freunde? Sei froh, dass wenigstens ich erst mit dir aushalte. Du andere bezahl mich sogar dafür, stell dir vor. Tja. Der Partyschreck. Nee, das bin nicht ich. Willst du deine Eltern ganz schnell loswerden? Dann bestell jetzt Blacklight LP zu dir nach Hause. Da bist du raus, ne? Scheiß mich rein, Alter. Oh, war der böse. Oh, war der böse. Ich kann noch anders. Das hätte mein Herz direkt getroffen, wenn ich eins hätte. Passt ja. Akku leer. Und verdammt. 2 Meter vor der Station. 1, 2, 3, 4, 5. Alter. Achso. 1, 2, 3, 4. Doch, 5 Stück. Jetzt habe ich schon 5 von den Bergwalllasern drauf. Also so langsam, aber sicher. So, wo hast du das Upgrade her? Ich will auch ein Upgrade. Big Snacks. Oh. Opa, opa, opa. Nö. Nö, 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 nö. Dann mach ich gleich den richtigen Auto los, du. Ich habe kein Torpedos. Ich habe zwar Torpedos, aber ich habe kein Torpedowerfer an Bord. Kann das sein? Das geht gar nicht. Das ist meine Rentenversicherung, hätte ich beinahe gesagt. Du, ich habe aber noch ein kleines Geschenk für dich. Das packe ich mal in die Alli rein.
Ich habe da so ein kleines Geschenk für dich. Das habe ich dir auch vor die Haustür gelegt, was? Und angezündet. Muss nur drauf treten. Ja, genau. Wolltest du nicht noch einen größeren Frachtraum haben? Bruder, ich lese da was für Frachtraumerweiterung. Meins. Ich war jung und brauchte den Stoff, weißt du? Ja, ja. Hallo? Was hast du denn jetzt? Ach, da so. Frachtraum, plus 115. Jetzt habe ich einen Gesamtfrachtraum von 1506. Das läuft doch. Alter, ist das nice, Digga. So, ja, die Folge hier ist eigentlich auch schon wieder vorbei. Ich sehe das gerade schon wieder 26 Minuten rum. Ja. Aber eins muss ich noch machen. In der Hoffnung, ich kriege da ein Upgrade raus. Wo ist denn... Da ist es, das Wrack. Das möchte ich noch mitnehmen. Oha! Na? Ah, guck mal einer an, da fiel das erste Upgrade aus dem Schiff. Na dann. Ich hab noch ein... Oh! Bergbausubsystem, außergewöhnlich. Zeigt die Menge an Ressourcen an und markiert abbaubare Objekte. Könnte das eventuell... Hyperraumverstärker? Was sehen meine Augen da hinten? Okay, das eine Schiff, da muss ich auch noch mitnehmen. Bevor es wieder despawnt. Ja. Das kann doch nur mir passieren, ne? Richtig. Autopilot. Ein Item. Hab keine Asteroiden gefunden. Okay, gut. Was haben wir denn da, Schiff? Maschinengewehrchen. Maschinengewehrchen? So kleines Maschinengewehrchen. So ratatatatata oder ratatatatatatata. Mehr so. Nicht zu verwechseln mit dem Ding mit den Batterien, weißt du? Nee, das macht ja. Wenn ich dir jetzt sage, ich hätte den nächsten Air-Abwracklaser, ne? Ja, das läuft. Das ist schon krass langsam. Also ich habe erst nur 3. Abfraglaser? Ne, Abfraglaser nicht. Bergbaulaser. Air-Bergbaulaser. Air-Bergbaulaser ist mittlerweile 5. Falsche Taste. Und da ist noch ein blaues Upgrade rausgekommen. Was ist das? Ziviles Geschütz im Kontrollsystem. In Blau. Meins ist grün. Ja, da muss man sagen, das hat halt den Vorteil, wir brauchen von den Dingern hier nicht viele. Aber wir ja trotzdem gucken müssen, dass wir nachher mit den Jägern auch aushalten. Ja. Aber da braucht es halt jetzt Tatsache nicht viele. Das ist das Geile. Gerade für diese Zivilgeschichte. Wenn wir da was bauen wollen, weißt du, dann klatsche dir da eins mit rein, da hast du im Prinzip ausgesorgt. Ja. Das Rüd ist weg. Dann gehe ich zum nächsten. Hab ja 1000 Autogeschütze, die ich benutzen kann. Oder zur Verfügung habe. Ich find's gar nicht mal so schlecht.
Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich jetzt in die ganze Thematik gekommen bin. Vieles raff ich zwar immer noch nicht, aber die halt weißt du. Und es gibt viele Sachen, die du einfach nicht verstehst, die ich aber verstehe. Was denn zum Beispiel? Das Arbeiten mit einer Station. Ja, so, im Hintergrund werden die Leute hier langsam nervös. Die müssen zur Arbeit, ich muss mal wieder Taxi spielen. In diesem Sinne, ihr Lieben. Ich sag's wie immer ganz kurz und ganz knackig. Ja, wenn es euch gefällt, was wir fabrizieren, dann gerne kommentieren und abonnieren. Däumchen wären Träumchen, vergesst die Glocke nicht, dass ihr kein Video von uns verpasst, wie wir hier immer wieder planlosestes Weltall düsen. Und ja, damit auf Wiedersehen. Und ciao.